Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinis Zeitgedanken. Es ist Samstag, der 4. November 2023 und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben hier, um Losung und Lehrtext miteinander zu bewegen. Ich denke, es ist sehr wichtig in dieser Zeit, dass wir mit einem täglichen Wort Kraft bekommen, Zuversicht bekommen und Gottes Wegweisung erhalten, denn es ist alles andere als einfach, in dieser Zeit unterwegs zu sein, die Hoffnung nicht zu verlieren und auch den Halt nicht zu verlieren. Es ist elementar wichtig, dass wir uns immer wieder neu ausrichten. Zwei sehr interessante Texte wollen uns heute auch begleiten. Da heißt es, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, aus dem Propheten Jesaja. Und diese Stelle ist genommen aus einer Beschreibung betreffs Jerusalem. Und wir wissen ja, dass es eine große Bewegung gibt, die zionistische Bewegung, die davon ausgeht, dass Gott dann in Jerusalem am Ende eine neue Zeit anbrechen lässt. Und wir wissen auch, dass viele Jerusalem als Inbegriff der Wohnung Gottes ansehen. Die Juden, für sie war es ganz, ganz wichtig, nachdem sie mit der Bundeslade unterwegs gewesen sind, dann in Jerusalem eine Heimstätte von Gott zugewiesen bekommen zu haben und dort den Tempel errichtet haben, um dort dann Gott zu verehren. Wir wissen, dass dieser Tempel abgebrochen wurde, er ist zerstört worden und seitdem sind die Juden in der Hoffnung, dass Gott ein neues Jerusalem schafft und dann mit ihnen eine neue Zeit des Friedens ankündigt und stattfinden lässt. Ja, es ist für uns Christen etwas schwer zu verstehen, dass Gott in einem Tempel wohnen sollte, in einer Stadt, aber, und jetzt muss man auch sagen, auch wir haben dieses Bild im Neuen Testament. Und da heißt es, bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Und auch hier wird darauf hingewiesen, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir Gott nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, sondern wir sehen und spüren ihn nur durch die Werke und durch das Wohnen in uns des Heiligen Geistes. Das heißt, Gott hat uns eine Kraft gegeben, als er hier in dieser Abschiedsrede den Jüngern auch klar machte, ich werde jetzt zum Vater gehen, dass ihr aber eine Kraft bekommt und mit dieser Kraft könnt ihr leben und ihr werdet dann die Trübsal, die ihr empfindet durch meinen Weggang, in Freude verwandeln können. Deshalb sind Christen voller Hoffnung und voller Zukunft auch unterwegs in einer Zeit, die immer noch sehr vergänglich ist und können sich freuen, weil sie mit dieser Kraft getragen werden, Zuversicht erleben und vieles mehr. Und jetzt ist ja die Frage, wenn wir auch dieses Bild von dem Jerusalem haben, wie wird es dann am Ende sich vollziehen? Wie wird dieses neue Zeitalter, das neue Leben mit Gott in der Gemeinschaft sich darstellen? Wir haben in der Offenbarung ein ganz klares Bild, nämlich, dass es ein neues Jerusalem geben wird und das kommt vom Himmel herab, aber das ist eine Neuschöpfung. Denn hier steht ganz klar, die Erde und das Jerusalem ist vergangen. Also wer auf diese Erde setzt und auf dieses Jerusalem und meint, man müsste jetzt eine Bewegung stattfinden lassen, alles in diese Stadt zu ziehen, das ist eigentlich biblisch gesehen für uns Christen nicht relevant. Sondern wir wissen ja, dass uns Gott gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das gilt auch, wir brauchen also keinen Tempel, wir brauchen keine Stadt. Wir brauchen keine Bewegung in eine Stadt oder müssen die wieder aufbauen oder verteidigen, um sie werben, sondern Gott wird am Ende aller Zeiten eine neue Stadt schaffen und vielleicht steht diese Stadt auch nur als Symbol der Gemeinschaft mit Gott. Gott wird also eine neue Möglichkeit schaffen und zwar Neuschaffung, nicht in dieser alten Welt, die wird vergangen sein, das Meer ist nicht mehr, heißt es da. Also in einer vollkommen neuen Welt werden wir, die wir Gott nachfolgen und die Gott erlöst hat, dann die sich zu ihm bekannt haben, werden mit ihm Gemeinschaft leben können in einer neuen Welt. Und insofern
ist es schon unterschieden, vielleicht zum jüdischen Glauben, dass wir die Sache ein wenig anders sehen und sagen, es wird eine vollkommene Neuschöpfung geben. Es lohnt sich nicht, hier für eine Stadt zu kämpfen oder hier für einen Tempel oder für eine Kirche sich einzusetzen, für ein Bauwerk, sondern wichtig ist, dass man als lebendige Steine unterwegs ist, dass man miteinander diesen Glauben praktiziert, dass man auf sein Wort hört und dass man sich von seiner Botschaft leiten lässt. Alles andere brauchen wir uns nicht zu sorgen, sondern dafür wird Gott sorgen. Er wird eine neue Welt schaffen, aber bis dahin, da können noch einige Jahre vergehen. Wir können das nicht genau berechnen, wie das manche so gern wollen und sagen, ja, ist es jetzt die absolute Endzeit, kommt jetzt der Messias wieder? Und ich weise immer wieder darauf hin, dass da noch ein tausendjähriges Friedensreich kommt. Und wo mag das sein? Und ich denke, es ist nicht für uns zu berechnen. Es steht ganz eindeutig da, weder der Menschensohn weiß, weder Tag noch Stunde. Also wer das gern in so ein Konzept pressen möchte und sagen möchte, so, das ist dann so und so zu erwarten. Da war nicht immer, es gab so viele Versuche von Gemeinschaften, die gesagt haben, die Welt geht unter. Ich erinnere einfach nur an die Zeugen Jehovas, die immer wieder auch den Weltuntergang vorausgesagt haben, sich immer getäuscht haben. Nein, es ist uns nicht geschenkt, aufgrund der Bibel diesen Termin zu berechnen. Gott wird wiederkommen wie ein Dieb in der Nacht. Es wird ganz plötzlich passieren. Wir können es nicht berechnen, aber wir sollen bereit sein. Und da sind wir wieder auch bei den 10 Jungfrauen, die da ja gewartet haben und die Törichten und Klugen. Wir kennen diese Geschichte und deshalb geht es nicht darum zu berechnen und zu sagen, das kann das und das kann jenes bedeuten und wir rechnen es vielleicht sogar noch in den genauen Ereignissen heraus, sondern bereit zu sein, darauf kommt es an. Und diese beiden Worte wollen uns ganz viel Trost spenden, denn hier ist in beiden Worten die Rede, dass Gott tröstet, nämlich trösten, wie einen seine Mutter getröstet hat. Und wir wissen, dass das als Kind wunderbar war, wenn die Mutter einem Trost gegeben hat. Da ist der Schmerz sofort verflogen, da war das alles nicht mehr so schlimm, auch wenn man hingefallen ist, wenn die Mutter einen in den Arm genommen hat und getröstet hat, die Tränen abgewischt hat. Das war die halbe Miete, da war alles schon wieder fast in Ordnung. Ja, es ist ein unglaubliches Erlebnis, wer eine Mutter hat und sie auch kennenlernen durfte. Das heißt dann, der hat sicherlich auch ein Stückchen solchen Trost erfahren können. Und genau darauf zielt dieser Text, dass Gott so tröstet, dass wir dann ganz schnell unsere Stimmung, unsere Befindlichkeit in Freude verwandeln können. Und deshalb auch hier im Johannesevangelium dieses Wort, bittet, so werdet ihr empfangen. Wir können also in dieser Zeit, wo Gott nicht direkt bei uns ist, bitten und er wird uns immer wieder reichlich segnen, er wird uns beschenken, er wird uns die Hände füllen, dass wir zum Leben genug haben. Beides ganz starke Worte. Wir werden Trost bekommen und wir werden die Gaben bekommen, die wir für das Leben brauchen. Was will man mehr? Darüber können wir uns eigentlich nur freuen. Und ein ganz tiefes Gottvertrauen wagen. Es ist ja nicht so einfach, in dieses Vertrauen zu kommen und zu sagen, ja, Gott sorgt für mich. Sicherlich müssen wir auch was tun und wir müssen sicherlich hier und dort unterwegs sein. Und das müssen wir mit Gott verhandeln. Welche Aufgabe habe ich? Wozu brauchst du mich? Was soll ich in dieser Welt tun? Und dann wird Gott für uns sorgen. Wunderbare Worte und ich hoffe, dass sie uns in diesem Wochenende begleiten, stärken und Mut zu sprechen. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch einmal danken für die Kommentare, die auch in YouTube geschrieben werden. Und da war ein Kommentar zu lesen, ob ich nicht die Spenden genauer definieren kann. Und noch einmal, man kann das alles auch hier, was ich in diesem Chat bringe, gratis konsumieren. Warum schreibe ich diese Bankleitzahl inne? Das ist mein Konto. Und wer es noch nicht weiß, ich habe aufgrund
von Corona mein Amt verloren und ich habe lange versucht, eine andere Arbeit zu finden, anzunehmen. Es ist mir nicht geglückt, bis ich dann gespürt habe, dass Gott möchte, dass ich diesen Dienst weiter tue, und zwar auf einer anderen Ebene. Und das habe ich im Gebet mit ihm abgestimmt und er hat mir wundervolle Zeichen gegeben, dass ich dich weiter tun soll. Und dass ich jetzt überhaupt finanzielle Mittel habe, hängt damit zusammen, dass ich von meiner zukünftigen Rente lebe. In der Schweiz kann man sich diese auszahlen lassen, die zweite Säule. Und das heißt dann, dass mir im Alter Geld fehlt, um überhaupt zu leben hier in der Schweiz. Das heißt, ich habe das Geld dann aufgebraucht. Und deshalb habe ich diese Nummer eingeblendet, weil ich versuche, ganz so, wie es biblisch ist, zu leben. Da steht nämlich, dass wir nichts verlangen sollten, sondern das nehmen sollten, was uns die Leute geben für unseren Dienst. Ich sehe das alles als mein Dienst an. Und wer auf meine Internetseite geht, der wird sehen, dass ich auch Hochzeiten, Taufen und Abdankungen übernehmen würde. Ich würde auch musikalische Dienste übernehmen. Und generell verlange ich nichts. Ich bin auch mal gefragt worden, ja, wie teuer bist du? Was kostet da eine Stunde, wenn du Musik machst? Und da habe ich gesagt, ich nehme das, was man mir gibt. Ich versuche jetzt mein Pfarramt, meine Berufung so zu leben, wie es biblisch gemeint ist. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass man diesen Dienst anbietet, dass man das Wort Gottes predigt und verkündigt. Und da gibt es ja eine Stelle, die kann jeder nachlesen, im Galaterbrief im 6. Kapitel, dass man also im Prinzip versorgt wird von den Menschen, die das dann auch in Anspruch nehmen. Und deshalb sage ich ganz einfach, ich lasse Gott über mein Leben bestimmen. Und bis jetzt habe ich also immer etwas bekommen und all jene, die mich unterstützen, da möchte ich ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen. Und dass ich vielleicht nicht bedürftig aussehe, das hängt damit zusammen, dass ich im Pfarramt ja natürlich meine Kleidung hatte, meine Technik hatte. Und wer sich das einmal so vorstellt, ich war halt einfacher, der war aufgestellt im technischen Bereich, der ist immer über sich ein Stückchen hinausgegangen mit Gottes Hilfe, weil ich so viel Kraft bekommen habe. Ich habe damals schon viel im Internet und mit Filmen gearbeitet für die Konfirmanden. Und zum Glück hatte ich diese Technik alles privat mir angeschafft und deshalb habe ich diese Technik überhaupt noch, sonst könnte ich auch diese Streams überhaupt nicht machen. Und deshalb bin ich froh darüber und ich denke, dass Gott genau das wollte, dass er sagte, wenn du jetzt von der kirchlichen Behörde aus nicht mehr in deinem Amt sein kannst, deine Berufung gilt weiter. Und so habe ich es empfunden. Tue das, was du immer getan hast, biete dich an und sei unterwegs. Und deshalb überall, wo ich unterwegs bin, auf der Straße, ob mit dem Velo oder sonst wo, spreche ich die Leute an. Ich bin also ein reisender, berufener Diener Gottes, der das Evangelium in die Welt hinaus tragen möchte. So fühle ich mich verbunden mit den ersten Dienern wie Apostel Paulus, der auch unterwegs war und der von den Dingen gelebt hat, die man ihm gab. Und wenn ich hier und dort eine Möglichkeit der Arbeit finde, nehme ich sie natürlich an, so wie Paulus auch, und werde mir da ein wenig Geld verdienen. Und das ist also genau meine Berufung, die ich im Gebet und im Gespräch mit Gott entdeckt habe. Es ist eine vollkommene Umstellung. Es ist nicht einfach, dies zu tun, weil man ja immer nicht weiß, was bringt das morgen. Und bis jetzt hat er mich so geführt und geleitet, dass ich immer zum Leben genug hatte. Und dafür möchte ich Gott ganz herzlich danken und all jenen, die sich von Gottes Geist leiten lassen. Soweit noch einmal zu den Finanzen. Und deshalb brauche ich also die finanzielle Spende nicht näher definieren. Sie ist für den Unterhalt gedacht und wenn es zu viel werden sollte, was aber absolut bis jetzt nicht der Fall ist, dann werde ich genauso weitergeben, durchreichen und wir haben selbst auch in unserer Situation auch vielen, vielen anderen geholfen. Es kommen Menschen, die nehmen den Dienst gratis entgegen und es kommen Menschen, die sagen, nein, er hat auch etwas verdient für seine Arbeit und wie gesagt, ich bin für alle da. Es darf sich jeder an mich wenden über E-Mail. Man darf mich für ganz verschiedene Dienste beanspruchen, aber alles als Diener Gottes und im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In diesem Sinne, werden Sie gesund, bleiben Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen und wenn Sie mögen, schalten Sie morgen wieder rein, wenn ich ein paar Gedanken zum Predigtext bringe. Ich versuche ja jeden Tag etwas doch
Ihnen mitzugeben, und zwar aus meiner Berufung heraus. Und solange mir Gott diese Kräfte und diese Möglichkeiten gibt, werde ich das tun. Machen Sie sich gut. Es grüßt Sie ganz, ganz herzlich Ihr Reini hier aus Appenzell Innerrhoden. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gott. Des Kind, darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch.